Hi Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal die Escape Kitchen Hobby und dann würde ich sagen, beginnen wir. Mal einmal hier durchlaufen. Warum dieser Pfeil stört mich ein bisschen. Den Pfeil finde ich ein bisschen doof. Also der Pfeil stört mich, das einzige an der Hobby. Ist halt jetzt nicht von Wolf Gaming oder so, der diesen Pfeil weggelassen hat. Ist vom anderen Ersteller, von dem ich noch nie Hobbys gespielt habe. Ah, da steht immer bis zu welchem Checkpoint du musst, falls du es nicht verstehst. Ah, verstanden. So. Und sterbe ich? Wenn ich jetzt hier drüber springe? Gehe ich jetzt hier hin, okay. Ich hoffe jetzt, ich sterbe nicht. Sagen wir, es ist der Weg. Gut. Das ist jetzt bestimmt nicht der gleiche Weg. Ja. Chi-Chi. Und ich... Oh nein, warum habe ich jetzt die Freundschaftsanfrage abgelehnt? Es tut mir ganz doll leid. Das war nicht gewollt. Ehrlich gesagt, ich nehme jede Freundschaftsanfrage an. Aber es gibt halt noch meinen Main-Account, wo ich nicht jede Freundschaftsanfrage annehme. Oder müsst ihr halt einfach auch verstehen, dass ich denke, das wäre mein Main-Account. Auch in der Aufnahme, so ein bisschen. Weil ich halt auch in der Aufnahme auch schon mal mit meinem Main-Account gespielt habe. Und bitte versteht einfach, es tut mir ganz so leid jetzt. Ich könnte jetzt nochmal einen Freundschaftsanfragen schicken und ob sie annehmen, aber ich habe eigentlich gesagt, dass ich auch keinem eine schicken werde. Außer halt Freunden, mit denen ich spielen will. Vom YouTube-Account. Es wird auch wieder Adopt Me kommen. Bitte seid mir nicht sauer wegen Adopt Me. Problem. Adopt Me. Es macht halt gerade nicht so Bock, wenn dann keine Bugs hat, euch irgendwas zu zeigen. Müsst ihr einfach verstehen, wenn er keine Bugs hat und man euch was zeigen will, dann geht es halt nicht so leicht. Aber ich werde heute vielleicht auch noch für morgen Adopt Me aufnehmen. Dann wird das Video aber um 13 Uhr. Also ich bin mir nicht sicher, weil ich bin mir noch gar nicht sicher. Es wird auch in ein paar Wochen erst wieder Adopt Me kommen, vielleicht. Also bitte lasst mir einfach freie Laufbahn und nicht so jeden Tag 13 Uhr Adopt Me, so habe ich ja früher gesagt. Ich wusste nicht, dass es so lange dauert. Also, dass es so abnormal lange dauert, insgesamt Bugs zu holen. Bei meinem anderen Account konnte ich ja auch. Ja, Bugs zu holen tue ich auch ohne Aufnahme. Aber da war ich halt immer angemeldet, auf dem melde ich mich erst immer an. Und dann habe ich da halt mal irgendwann gespielt und es dauert halt mega lang. Und dann will man halt auch noch auf dem anderen Account weiterkommen, auf seinem Main-Account. Deswegen bitte ich euch da einfach um Verständnis. Es ist schon Also, und da möchte ich dann auch bitte nicht hören, so irgendwie ist es scheiße, weil es ist eh schon so ein bisschen, es ist eh schon so ein bisschen für so wenig Leute, jeden Tag zwei Videos rauszubringen, ist schon ein bisschen krass so, weil ihr seid jetzt ja keine große Community. Also in meiner Community sind 22 Leute. Ist wie eine Großgruppe. Wenn ich dann aber mal die Community von Paluten vergleiche, sind es halt 3,7 Millionen. Das ist halt der Unterschied. Ja. Das ist halt ein sehr riesiger Unterschied von 22 zu 3,7 Millionen. Bei 3,7 Millionen wird ein Einzelner so nicht mehr beachtet. Bei mir wären alle, wirklich alle, die mir schreiben, alle, die Kommentare schreiben. Vielen Dank, ich weiß, ich habe da was umgestellt, dass eure Kommentare erst von mir überprüft werden. Das stelle ich heute noch um. Das war ein bisschen doof von mir, ich weiß. Was muss ich das kosten? Oh. Oder. 70? 150? 1000? 425. Du willst Geld? Bekommst du aber nicht. Nee. Und ich würde mir hier Robux kaufen, würde Geld verdienen. Aber ich sehe es nicht ein, für ein Video Geld von mir selber zu nehmen.
Denn ihr müsst verstehen, dass ich einfach ja. Also ich würde Robux auch ausgeben hier auf dem Account, würde ich mit YouTube Geld verdienen, wirklich. Ich würde jeden Cent, den ich mit YouTube verdienen würde, ich glaube ich in Robux investieren oder in das Spiel, was ihr gerade spielen. Es kann auch sein, dass irgendwann mal was anderes als Roblox kommt. Aber da ich mit YouTube kein Geld verdienen würde, wird es auch keine irgendwie Robux geben, wo ich mir was für Robux kaufe. Wenn das bei größeren YouTubern so ist, ja, die verdienen auch Geld mit YouTube. Die verdienen pro Video, es gibt Paluten zum Beispiel, verdienen pro Video 165 Euro. Der kann sich dann Robux kaufen, könnte sich dann Robux kaufen. Also ich glaube, der könnte sich mal so richtig Robux kaufen. Müsste aber nicht drauf achten, ob es wenig oder viel sind. Aber für mich wäre das halt sehr viel Geld, so. Weil ich verdiene ja kein Geld mit YouTube. Ab 10.000 Abonnenten verdient man es Geld. Und ich bin nicht knapp an den 10.000 Abonnenten. Ja, und auch nicht sehr weit davon entfernt, sondern sehr, sehr weit davon entfernt. Ja. Sehr, sehr, sehr weit davon entfernt. Wir sind jetzt fast schon bei Stage 30. Das Video wird heute wahrscheinlich nur 10 Minuten gehen. Aber es ist einfach meine lustige Obby. Die ist jetzt echt so ans Kitchen-Thema integriert. Das ist einfach so eine normale Obby. Ich werde trotzdem vielleicht schreiben wie Escape Master Kitchen. Dann dürft ihr euch einfach nicht wundern, wenn es dann nicht so im Stil angehaucht ist. Ja, weil die heißt einfach Escape the Kitchen Obby. Dann finde ich es halt doof, so nicht Escape the Kitchen zu schreiben. Ja. So, weiter hier über solche Zahnräder. Das hat jetzt auch. Also, bis zu dem Thema hatte nichts mehr. Also, bis zu der Stage, hatte, bis zur Stage 30, hatte nichts mit Kitchen zu tun. Bis auf. Das am Eingang dieses Brot war, was so geschaut hat. Mir hatte nicht mit Kitchen zu tun. Nutze Info an den Ersteller. Das ist sehr, 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 sehr schade. Und deswegen finde ich es auch eigentlich nicht okay, dass du die Obby Escape Kitchen Obby nennst, wenn du so ein richtig cooles Bild nimmst, aber das nicht mehr hier deine Obby ist. Also das finde ich ein bisschen fake. Und dann, dass du bei jeder Stage dann noch hinmachst, dass man was für Robux kaufen soll, denkt man schon einfach, du hast nur ein Spiel gemacht, um Geld damit zu verdienen. Das finde ich ein bisschen doof. Ja. Also, Shop hinzuschreiben ist voll okay, da kann man da ja draufklicken. Aber bei jeder Stage sowas hinzumachen, finde ich einfach nett. Gut. Und so bei den ersten Stages nichts hinzumachen, so die ersten Stages darfst du kostenlos spielen und für die weiteren musst du zahlen. Finde ich jetzt schon ein bisschen Karma. So, ich hoffe, du verstehst das und änderst deine Obby. Ja. Mann. Oh nein. Nee, das war's nicht. Das ist wahrscheinlich wieder andere Seite. Oder ist das nochmal? Also, ich komme an andere Seite. Dann erkläre ich das jetzt. Nein. Mann. Gott, die Aufnahme geht auch ewig, wenn ich sie. Auf jeden Fall die Seite. Dann kommt komplett die andere. Dann glaube ich nicht. Dann habe ich geglaubt, dass es Mitte ist. Und das ist auch nicht. Das war komplett die andere Seite. Okay. Jetzt weiß ich wie. So. So, und diese schwarze hier. So, dann hierhin. Und wir haben jetzt noch um die 10, bisschen mehr als 10 Stages zu machen. Ja. Oder wie lange man da laufen muss. Ich würde sagen, wir sind jetzt noch einen ganz kurzen
Nein, okay, wir machen doch keinen Cut, weil wenn ich schaffe, dann wollt ihr ja nee, dann wollt ihr ja vielleicht sehen, wie ich darüber laufe. Dann spielt das Video einfach um 30, 40 Sekunden vor. Oder vielleicht ein bisschen länger. Ja. So. Das finde ich ein bisschen doof, so einen kompletten Weg über die Obby zu laufen. Das hätte ich anders gemacht. Ja, aber ich bin ja nicht der Obby-Ersteller. So, Checkpoint. Und dass man wegteleportiert, wird es auch schade, aber vielleicht ging es nicht anders. So. Also, es tut mir sehr leid, aber das ist einer, der nicht so. Also, eigentlich möchte ich jetzt die Obby nicht schlecht machen, weil ich spiele sie ja gerade. Aber es ist eine, also die schlechteste Obby, die so nicht im Thema angehaucht ist. Also, es hatte, glaube ich, nichts mit Kitchen zu tun. Dann seht ihr die Obby von gestern. Ob die Juwelier, also den Juwelier ausrauben. Und da seht ihr dann vor dem Thema angehaucht so ein richtiger, so wie hier gebaut, Juwelen, so ein Van am Ende zum Escapen, so richtig toll. Und die einfach hier nur so ein normales Jump'n'Run. Dann hättest du sie auch einfach Obby nennen können, also wirklich, oder? Mega Spaß hinter sich drauf. Aber dann noch für das Thema so falsch verkaufen, finde ich ein bisschen doof. Also das muss ich wirklich sagen, tut mir ganz so leid, aber ja. Ich check das jetzt hier gerade nicht so ganz. Muss die ganze Zeit springen. Geht jetzt die ganzen Dinger nochmal andersrum. Weiß auch nicht, was das mit Kitchen zu tun hat. So, die letzte Stage. Müssen wir hier eine ewige Leiter noch hochklettern? Hättest du nicht einfach einen Teleport machen können? Okay, aber da kann ich jetzt nicht sagen, weil das denke ich mir bei vielen Obis, wenn da so eine mega lange Leiter kommt. So, wir haben es geschafft. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Was ich gemacht habe, dürft ihr den Kanal gerne abonnieren. Und dann würde ich sagen, ciao, Leute.